Leute, die Ära von Matt aus Wii Sports ist vorbei. Eine Schweigeminute für Matthias. Jetzt fragt ihr euch aber, Diddy, warum ist das denn das letzte Video mit Matt? Weil wir es fast geschafft haben. Wii Party, absolutes Legendenspiel. Und es gibt einen Modus, der nennt sich Wii Party. Schiff? Segel? Seitenhieb? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall stapelt man dort mies auf einem Schiff. Man muss mit einem Mitspieler zusammenarbeiten. Schafft man die Minispiele zusammen, kriegt man mies derselben Gewichtsklasse. Verkackt man jedoch zusammen ein übertrieben fettes Mii oder ein übertrieben leichtes Mii. Das ist nicht gut, wenn man das Gleichgewicht auf so einem Schiff balancieren muss. Das ist das Schiff von dem schwersten Schwierigkeitsgrad dieses Modus und oh mein Gott, Shimtex und ich haben das mal versucht und wir haben es nicht einmal geschafft. Ihr versteht, mit einem echten Menschen ist dieser Modus schon unmöglich schwer, aber was wäre, wenn es einen Computer gibt, der auch noch gegen euch arbeitet? Wir haben schon zweimal mit Matt zusammen versucht, es zu schaffen und manchmal hatte ich im Gefühl, er hat gegen mich gearbeitet, anstatt mit mir. Matt! Bist du dumm? Werden wir es so überhaupt dann schaffen, den meisterlich schweren Modus von diesem Schiffsminispiel zu packen? Matt, enttäuscht mich nicht. Und ich würde sagen, finden wir es jetzt heraus. Ein letztes Mal, Matthias. Wir haben ihn schon besiegt in allen Sportarten. Boxen, Schwertkampf, Bock. Und jetzt werden wir das Letzte, was wir mit ihm zusammen machen müssen, auch noch schaffen. Und zwar Schlagseite auf Meisterschwer. Bring 20 Mii-Charakter auf. Schiffsmasten ist gleich mich. Teamwork ist alles. Hallo, Matthias. Ein letztes Mal, Matt. Lass uns heute mal Frieden haben. Lass uns heute mal freundschaftlich sein. Schwer. Das ist praktisch gesehen die Meisterschwierigkeit. Weil es gibt nichts Schwereres als schwer in diesem Modus. Guckt euch das an. Was ist das für ein Schiff? Da kommt mal Schlagseite. Pleperatotetus. Endlich sehen wir Pleperatotopetus wieder. Runde 1. Okay. Löst mit eurem Partner zusammen die Rätsel des Tempels. Der Gatter den Schatz. Vor allen Dingen frage ich mich, auf schwer bemüht sich jetzt Matt weniger oder mehr? Weil ich meine, auf schwer sollte es ja schwerer sein. Es ist ein bisschen verwirrend. Wirklich nur Leute mit einem IQ von 300 können das schaffen. Bam! Oh, ich habe die falsche Farbe gedrückt. Warum wartest du, Matt? Hey, Junge, wie kann man nur so dumm sein? Hallo, Matt, geh doch. Ach so, oh mein Gott. Jetzt nicht zerquetscht werden. Wenn wir zerquetscht werden, ist, glaube ich, Insta-Death. Das darf echt nicht passieren. Warte, ich mach spannend. Ich stelle mich extra drunter. Ich habe keine Angst. Okay, oh. Kein Insta-Death! Okay, Glück gehabt. Das ist so anstrengend! Das war doch nie so anstrengend! Würdet ihr sagen, mein Kopf ist ein bisschen rot geworden? Easy! Aber das heißt gar nichts. Der wahre Krux ist hier, Alter. Wo platzieren wir sie hin? Bin so außer Atem. Von dem Knopf 2 drücken. Einfach so logischerweise dahin. Oder? Sieht doch super aus. Bin so außer Atem. Ich kann nicht mehr. Paddelt mit ihm so schnell wie möglich den Fluss entlang bis ins Ziel. Ich weiß nicht, ob du mir gerade eben nur Hoffnung machen wolltest, als du das Mii auf einem relativ okayen Spot platziert hast. Aber hier war ich mit Victor ein fucking Dream Team, okay? Wo ich 1000 Euro verloren habe. Beziehungsweise 800. Aua! Hä? Ich schwöre, ich hab hart genug gemacht. Ich habe so hart geschüttelt, wie wenn ich, keine Ahnung, Teugen einen wichse. Was? Gut gemacht, Matt. Okay, easy. Das war leicht. Detektiv Con und die Frau von Matt. Okay, wo platziert Matt wohl die Frau von sich selber? Natürlich in die goldene Mitte. Ja, ist ein Moment mal. Oh. Wo zum Fick soll ich Con platzieren? Wenn ich den hier hin platziere, dann war es das direkt eigentlich. Und ich kann ihn nirgendwo anders hin platzieren. Bitte sag nicht, es ist vorbei. Er sagt sehr gut, ich sag, es ist nicht so geil, aber besser als nichts. Findet alle 4 blättrigen Kleeblätter im Bild. Oh, warte mal, ich muss ja suchen, stimmt. Bra, ich bin so dumm. Matt, super schneller! Matt hat noch nicht ein einziges gefunden. Matt, bitte. Abgelaufen. Matt hat nicht ein einziges gefunden. Zugegeben, ich habe daneben geklickt. Aber Matt hat auch noch nicht ein einziges. Pedo, natürlich. Natürlich bekomme ich Pedobär als Mii. Matt? Hallo, Matt? Was sollte die Scheiße? Matt wollte mich töten. Er wollte einfach direkt aufgeben. Dreht die roten Plattform, sodass die Schafe ans andere Ufer gelangen. Wir werden die Schlafschafe jetzt rüberholen. Diese verblendeten Schlafschafe. Lasst euch weiter von der Regierung verarschen. Wie geht das Spiel eigentlich? Matt, rechts, 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 rechts. Matt, rechts, rechts. Matt, wie lange braucht er, um die Dinger rüber zu schicken? Okay, jetzt links. Ja, okay. Jetzt hört er zumindest auf mich. Aber jetzt haben wir 18 und wir brauchen nur 10. Also ich denke, das schaffen wir. Matt hat das Prinzip verstanden. Guck mal, wir haben sogar mehr als 20. Easy. Okay, Matt, mach nichts Dummes. Sei klug. Platziere sie klug. Das Schiff schwankt komplett nach links. Er stellt das Mii in die Mitte. Matt, ich zeig dir mal, wie man ausgleicht. Boom, Motherfucker. Das war perfekt. Matthias, was sagst du dazu? Halt die Fresse. Halt selber deine Fresse. Greift euch farblich passende Teile vom Förderband und montiert sie zu einem Roboter zusammen. Blau. Easy. Jetzt gelb. Da kommt einfach kein gelber. Warum kommt da kein gelber? Daneben blau. Wieder gelb. Ich liebe gelb. Okay, jetzt wieder blau. Die erinnern mich so ein bisschen an die Roboter von Astro Boy, der Film. 11. Easy peasy. Wow, Matt. Danke, Matt. Das war's. Guck mal, wenn ich das jetzt hier hinstelle, dann war's das. Ja, wow. Danke, Matt. Digga.
Digga, scheiß drauf, Digga. Keine Motivation verlieren. Jetzt schaffen wir es. Jetzt ist der Moment. Genau jetzt werden wir es schaffen. 20 Minuten später. Sollen wir das jemals schaffen? Neue Strategie. Alle guten Dinge sind drei. Ab jetzt werde ich vorausdenken. Ich werde die Zukunft analysieren. Wir werden immer die äußersten Positionen versuchen zu belegen, dass wir dann am Ende nur noch die Mitte haben. Ich hoffe, Matt versteht meinen Plan. Rodelt so schnell ihr könnt in eurem Bob ins Ziel. Die leuchtenden Felder geben euch zusätzlichen Schwung. Alles klar, mit dieser sexy Brille habe ich die perfekte Übersicht. In einem Auge. In einem einzelnen Auge habe ich... Nein, 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 nein! Ah, nein! Okay, vielleicht, nevermind. Vielleicht, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Ich bin doch dumm. Digga, aber Matt ist auch dumm. Danke. Es wurde sogar fast knapp, noch 10 Sekunden über. Das war schwach as fuck. Okay, Strat fahren. Ich mach hier hin, ApoRed. Matt, was war ApoRed? Guck mal, Matt ist ein Hurensohn. Warum macht er das auch dahin? Okay. Das war gut, das war eine gute Platzierung. Löst mit euren Partnern zusammen die Rätsel des Tempels. Wer gastert den Schatz? Oh, das schon wieder? Alles klar, wir speedrunnen das jetzt, Leute. Wir speedrunnen das jetzt. Und jetzt. Oh, that face, though. Ich glaube, wir können das hierhin platzieren, nach ganz außen, ohne zu sterben. Checkt ihr den Plan? Bildet alle vier blättrigen Kleebretter im Bild. Diesmal schon Victor. Komm bitte aus deiner YouTube-Pause zurück. Du bist so hässlich. Concentration Station nennt man das auch, aus dem Land, aus dem ich komme. Wo ist mein Ding? Wo ist das letzte? Matt hat wieder mal nichts gemacht. Also ich habe wieder alles platziert. Wo platziert er das hin? Warum? Wir können den... Das war zu viel! Das war... nicht zu viel. Es war sehr knapp. Tretet auf die farbigen Schalter, um die gleichfarbigen Löcher zu schließen und ebnet euch so gegenseitig den Weg zum Ziel. So, lauf durch, Bro. Okay, dann halt nicht, Bro. Er bleibt einfach stehen. Er so, nö, ich lauf nicht, du laufst da lang. Meine Fresse, warte mal, was jetzt? Hä? Was? Matt? Danke. Okay, Matt und ich waren beide gerade ein bisschen verwirrt, aber wir haben es geschafft und wir hatten den Spirit. Let's go, Matt. Easy. Okay, eigentlich würde ich das hier platzieren, aber ich denke, das wird Matt schon machen, ne? Okay, wie wird sich dieses Schiff jetzt verstellen? Okay, so. Ja, wir müssen das dahin platzieren. Ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wir nehmen die Mitte. Ist das verfickt knapp? Okay, ab jetzt spielen wir einfach nur noch safe. Arbeitet im Team, um die liebische Maus einzukreisen und den Türschlüssel zurückzuerobern. Oh nein, hier hat Matt mich schon viel zu oft hops genommen, wirklich. Er kann nicht im Team arbeiten, er möchte gefühlt die Maus immer alleine fangen. So, jetzt aber. Guck, genau das meine ich, er tut sie immer in die falsche Richtung lenken. Nein, Matt, du musst die Maus zu mir lenken, du Volltrottel. Okay, komm schon. Das lief, überraschenderweise. Tausendmal besser, als ich gedacht habe. Fuck, gelb, genau jetzt müssen wir es dahin platzieren. Wobei, wo platziert er ApoRette? Dieser dumme Hurensohn. Ja, wir müssen es dahin platzieren. Aber dann sind wir in den nächsten Runden wieder gearscht. Wir müssen vor Matt eigentlich platzieren, damit er ausbalanciert dagegen. Scheiße, musste jetzt sein. Um diese riesigen Fische einzuholen, braucht es zwei starke Angler. Ich weiß noch damals, als ich dieses Spiel mit Victor gespielt habe. Victor, komm zurück aus der YouTube-Pause. Du bist so hässlich. Aber wir brauchen eh nur 5. Das ist ziemlich easy. Wow, so viel dazu. So viel zu ziemlich easy. Wir brauchen noch einen letzten Fisch. Will der auch mal kommen, oder? Ja, okay, easy. Okay, easy peasy. Das ist nicht so gut. Okay. Das war dumm, Matt. Matt, bist du dumm? Sehr gut. Runde 7. So weit waren wir noch nie. Wir brauchen beim nächsten Mal unbedingt einen grünen und wieder einen lilanen. Dann platzieren wir den grünen oben rechts hin und den lilanen ganz links. Ich habe keine Ahnung. Kämpft euch durch die Geister wieder zum Ausgang. Strahlt die Geister mit euren Lampen an, bis sie sich auflösen. Okay, Matthias, wir sind hier in einem echt gruseligen Haus. Ich bin ein bisschen schreckhaft. Ich meine, ich hoffe, ihr habt das Weihnachtsvideo gesehen. Geh weg! Okay, das machen wir soweit so gut. Yo, Billardtische. Oh mein Gott, ich will wieder Billard spielen. Komm schon, Baby Girl. Oh nein, der rote und der blaue. Okay, es wurde knapp. Stirb, du orangener Bastard, verschwinde. Okay, ich glaube, wir werden hier lebend rauskommen. Ich glaube, das dürfte ziemlich einfach bleiben. Ah, woher kommt der denn? Töte ihn. Oh mein Gott, was knapp. Wir werden fast gestorben. Auf einmal machen die ernst, die Geister. So knapp war das noch nie. Gott sei Dank. Oh, wartet. Schnell. Pedobär. Nein. Das war's, oder? War's das vielleicht doch nicht? Sehr gut! Okay, Runde 8. Noch drei Runden. Greift euch farblich passende Teile vom Förderband und montiert sie zu einem Roboter zusammen. Digga, diese Minispiele sind mittlerweile das kleinste Problem. Diese Scheiße platzieren ist das große Problem. Hier, zack, schneller als der Blitz, Junge. Sonic, he can really move. Sonic, he's got an attitude. Sonic, he's the fastest thing alive. Easy, let's go. So, komm schon. Toygun. Oh, fuck.
Bett, das war zu viel! Doch nicht? Wir könnten das schaffen. Noch zwei Runden. Paddel den Team so schnell wie möglich den Fluss entlang bis ins Ziel. Wenn man das so oft spielen muss wie Matt und ich, checkt man so, dass so die Koop-Spiele, die haben so insgesamt 5 Koop-Spiele oder so, und dann gehen die immer wieder von vorne los. Rundenfuck. Matthias, ich bitte dich, sei schnell. Matthias, ich bitte dich, sei homosexuell. Matthias, nein, das war schlecht. Oh! Ich schätze, die Line mit dem homosexuellen Ding hat ihm nicht so gefallen. Aber jetzt mal Homophobie hin oder her, wir müssen das trotzdem schaffen. Hier geht's um unser beider Überleben, also schüttel, verdammte Scheiße. Damn, let's go. Nice, nice. Wohin damit? Mach in die Mitte, Matt. Okay. Oh, scheiße, oder? Matt, du dummer Hurensohn! Ich weiß, ich hab gesagt, du sollst in die Mitte machen. Aber das war dumm von dir. Bitte, 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 bitte. Matt, ich bin so froh, dass das das letzte Video ist. Dann sieht's wohl so aus, als bräuchte es im letzten Matt-Video nochmal eine letzte Matt-tastische, gottlose Montage. Matt ist der schlimmste kooperative Partner, den ich jemals in meinem Leben hatte. Seht ihr? So war der Plan gerade. Die Nacht ist jung und ich will was erleben, ey. Aber ist okay. Lucia auf einmal. Nicht die Mitte belegen! Nicht die Mitte, die brauchen wir noch! Links, da. Das war zu weit rechts! Wie unnötig kompliziert hat Ben es gerade gemacht? Gotta be smart! Viel zu weit rechts! Viel zu weit! Oh, mein Herz! Ich hatte gerade Herzstillstand! Hasse dich, Matt! So sehr! Easy! Das war so dumm! Wobei, es könnte sehr dumm enden! Easy peasy, lemon squeezy! Nein! Matt! Warum? Hell yeah, und den letzten Trigger machen. Platzier! Matt! Platzier! Ich schwöre, gebt mir eure positive Energie, dann schaffen wir das. Meret, komm schon, Mehmet. Komm schon, komm schon. Wir müssen vor Matt platzieren. Das ist es. Wir haben es geholt. Wir haben es geholt. Wir haben es verfickt nochmal geholt. Let's go! Yes! Let's fucking go, Freunde! Oh mein Gott! Alter, 5. Versuch. Hätte ich nicht gedacht. Aber die Strategie, Matt nicht zum Zug kommen zu lassen, hat es am Ende geschafft. Matt, ich habe dich sehr oft beleidigt, aber am Ende des Tages bist du eigentlich ziemlich korrekt.